Der Ort in Russland, wo die Wikinger lebten und die Schlösser des Deutschen Ordens standen, ist die Kurische Nehrung. Dieser schmale Sandstreifen wurde vor fast 5000 Jahren vom Wind und der Ostsee geschaffen. Sie erhielt den Namen des baltischen Stammes Kursches. In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die lokalen Dörfer von den Dünen fast überflutet. Förster Müller und Ingenieur Effa lösten das Problem, indem sie den Sand mit Kiefernpflanzungen verstärkten. Die höchsten Dünen wurden nach ihnen benannt. Vögelbrücke, so nennt man die Kurische Nehrung. Im Frühjahr und Herbst dient sie als der Gang für die Vögelwanderung. Hier gibt es die älteste ornithologische Station in Europa, die Fringilla. Ein einzigartiger Ort ist der Tanzende Wald. Wissenschaftler streiten sich, warum die Kiefernstämme so gekrümmt sind. Die Kurische Nehrung ist ein Nationalpark, in dem man Rehe, Wildschweine und Elche treffen kann. Und der Baltische Aal wurde zum gastronomischen Symbol der Region.